hatte das Gefühl, ich war permanent auf der Suche. Ich war permanent auf der Suche nach irgendetwas und konnte aber nie wirklich festmachen, was es tatsächlich eigentlich ist. Und habe dann irgendwann einfach gemerkt, tatsächlich, dass es nicht ist, dass ich nach etwas suche, sondern dass ich mehr oder weniger nach mir suche. Und dann tatsächlich einfach irgendwann festgestellt habe, okay, ich bin keine Frau. Das war das, was mir als erstes klar geworden ist. Und wo aber dann quasi die Reise hingehen sollte, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so hundertprozentig klar. Und habe dann gut anderthalb Jahre später dann auch angefangen, Hormone zu nehmen, um einfach zu gucken, wie sich das in meinem Körper anfühlt. Und das war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte. Oder mein schlimmstes Erlebnis in der schwulen Community war tatsächlich, dass ich eben mal in einer Männersauna war und da habe ich halt dann direkt gesagt, so, du, hör mal zu, ich bin ein bisschen anders als die meisten. Und die Person hat halt einfach wirklich lauthals angefangen zu lachen. So, und ich war auf vieles vorbereitet, ich war auf viele dumme Sprüche und so weiter. Also habe ich mir irgendwie Sätze zum Antworten schon im Kopf zurechtgelegt, falls mal was passiert. Aber damit habe ich halt nicht gerechnet. Also dass ich halt einfach wirklich für meine Identität ausgelacht werde. Da geht es darum, einfach sichtbar zu machen, wie hoch Suizidraten von queeren jungen Menschen sind. Das ist leider etwas, wo ich sage, das erschreckt mich total, wenn wir uns irgendwie anschauen, wie viele queere junge Menschen einfach nichts anderes sehen oder keinen anderen Ausweg sehen als den Tod. Gerade besonders Kinder und Jugendliche, die jetzt zum Beispiel im Lockdown mit den Eltern, die sie vielleicht nicht unterstützen oder für das annehmen oder für den annehmen, die sie sind, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eingesperrt sind, ist das nochmal viel, viel schwieriger. Es gibt keine Gruppenangebote für queere Jugendliche oder viele Gruppenangebote haben eben lange Zeit nicht stattgefunden. Und das ist natürlich dann eben auch für die Menschen in dieser Situation, wenn sie keinen Anschluss zur Community haben, einfach wahnsinnig schwer.